Weißt du was? Ich verstehe es. Filmideen finden ist nicht einfach. Genauso wenig wie diese Frisur unter Kontrolle zu bringen. Ich meine, wo findest du am besten Filmideen? Du hast Glück, denn genau diese Frage werde ich in diesem Video beantworten. In diesem Video zeige ich dir also 5 Inspirationsquellen, die dir dabei helfen, Filmideen zu finden. Und wenn du bis zum Schluss dabei bleibst, dann zeige ich dir sogar noch eine extra ganz besondere Ideequelle, die etwas außergewöhnlicher ist. Also bleib auf jeden Fall dran. Wenn du das letzte Video zum Thema Ideenarchiv noch nicht gesehen hast, dann solltest du es auf jeden Fall auch unbedingt noch anschauen. Bevor ich dir die 5 Inspirationsquellen zum Drehbuchschreiben verrate, schreib doch einmal ganz kurz in die Kommentare, welche Ideenquellen du nutzt, um Drehbücher zu schreiben. Und am Ende können wir dann abgleichen, welche neuen Inspirationsquellen du in diesem Video entdeckt hast. Und vielleicht lerne ich sogar die ein oder andere Inspirationsquelle von dir kennen. Okay, ehrlich gesagt kann irgendwie alles zu einer Inspirationsquelle werden. Ich möchte dir aber mal die 5 bzw. 6 typischsten Ideenquellen zeigen zum Drehbuchschreiben. Wichtig ist aber, dass du bei all diesen Quellen deinen Blick ein wenig schärfst, denn überall kann sich eine Inspirationsquelle für deinen nächsten Film verstecken. Du musst nur etwas genauer hinschauen. So, frühstücken wir doch einfach mal die klassischen Ideen einmal ab, damit wir zu den etwas außergewöhnlicheren kommen. Beginnen wir mit Nachrichten. Also Nachrichten, die du im Fernsehen sehen kannst, im Radio hören kannst, in Zeitungen lesen kannst oder auf verschiedenen Webseiten nachlesen kannst. Es ist sehr typisch für Nachrichten, dass sie auf eine sehr sachliche Ebene heruntergebrochen sind. Das hat leider erstmal den Nachteil, dass ein großer Teil an Informationen, die wichtig für einen Autor sind, irgendwo verloren gehen. Emotion, Details, Spannung oder die Subjektivität, also die Betrachtungsweise einer Person in dieser Situation. Was aber sehr positiv daran ist, dass du dich sehr grundlegend und auch breit gefächert mit verschiedenen Themen auseinandersetzen kannst. Außerdem kommen stetig neue Themen und Ereignisse hinzu und es ist immer sehr aktuell. Das heißt, wenn du hauptsächlich einen Film für das Internet erstellst, dann hat es ein sehr hohes Potenzial, viral zu gehen, einfach weil es einen sehr aktuellen Zeitgeist widerspiegelt. Daher sind Nachrichten vor allem eine sehr konstante Quelle, die du auch immer wieder nutzen kannst. Für manche mag das vielleicht sogar ein Pluspunkt sein, dass Nachrichten Themen und Ereignisse etwas oberflächlicher behandeln, weil man so viel mehr Freiraum für eigene Interpretation und Inspiration hat. Die nächste Quelle ist vermutlich die größte Datenbank für Kuriositäten, Themen und allgemein Inspiration, nämlich das Internet. Videos, Bilder, Foren, Artikel, es gibt einfach die unterschiedlichsten Einblicke in viele verschiedene Themen. Der einzige Nachteil ist, dass man leider sehr schnell abgelenkt werden kann. Ich meine, du kennst es vermutlich auch, du startest deine Suche an einer ganz bestimmten Stelle und nach 1-2 Stunden findest du dich bei den merkwürdigsten Videos wieder. Wobei auch die definitiv zur Inspirationsquelle werden können. Das Thema Internet möchte ich ein wenig aufteilen, weil es so weitreichend ist. Daher starten wir doch einfach mal mit Videos. Apropos Videos, hast du den Kanal eigentlich schon abonniert? Solltest du definitiv machen, wenn du mehr Tipps und Tricks zum Thema Drehbuchschreiben erfahren möchtest. Um Inspiration zum Drehbuchschreiben in Videos zu finden, eignen sich besonders solche Videos, die eigentlich Listen sind, also die spannendsten lalala oder die 10 außergewöhnlichsten. Diese Listenvideos sind aber leider wie Nachrichten relativ oberflächlich. Der große Vorteil gegenüber Nachrichten ist aber, dass du im Internet nach weiteren Videos suchen kannst. Wenn du also in so einem Listenvideo ein Thema für dich entdeckt hast, was du interessant findest, dann kannst du ohne Probleme nach weiteren Videos suchen, die deutlich tiefgehender sind. Du kannst also die Suchfunktion nutzen, um noch mehr Inhalt und vor allem mehr Sichtweisen zu einem Thema zu bekommen. Der Vorteil von Videos ist also, dass du selber die Richtung bestimmen kannst, also sei es das Thema, ein Setting, ein Stil oder was weiß ich. In Nachrichten bekommst du einfach das vorgelegt, was ein Journalist für relevant erachtet und was einfach gerade passiert. Eine Inspirationsquelle, die man auf keinen Fall unterschätzen sollte, sind Foren. Zu jedem Thema gibt es eigentlich irgendwo ein Forum, wo sich Menschen darüber austauschen. Der krasseste Vorteil von solchen Foren ist die sehr detaillierte und vor allem intime Einsicht von Betroffenen. Durch die relativ starke Anonymität in solchen Foren geben Personen sehr tiefe Einblicke in ihre Erfahrungen. Aber eben nicht nur diese eine subjektive Sichtweise einer einzelnen Person, sondern meistens auch Diskussionen von mehreren Personen. Das heißt, viele Menschen geben unterschiedliche Sichtweisen und Standpunkte wieder und zeigen einfach ein Thema aus vielen Blickrichtungen. Bevor ich zu den etwas außergewöhnlicheren Quellen komme, hast du eigentlich schon das Video geliked? Drück einfach mal schnell den Daumen da unten an. Das geht super einfach und hilft diesem Kanal unglaublich weiter. Kommen wir zu sozialen Netzwerken wie Instagram, Facebook etc. Das wirklich Interessante an sozialen Netzwerken ist, dass Menschen sich nicht unbedingt selber zeigen, sondern vielmehr ein Ideal präsentieren, wie man gesehen werden möchte. Wenn du also noch nach interessanten Charakteren suchst oder Eigenschaften für interessante Charaktere, dann glaub mir mal,
Du wirst hier fündig. Es dauert eigentlich nicht lang und du kannst hier relativ schnell ein großes Portfolio an interessanten Charaktereigenschaften zusammensammeln. Und damit kommen wir dann zu der letzten Inspirationsquelle, beziehungsweise vorletzten Inspirationsquelle. Ich habe das kleine Extra für dich, treuen Zuschauer, nicht vergessen. Okay, Inspirationsquelle Nummer 5 sind Zitate. Zitate können unglaublich dabei helfen, einen Kern beziehungsweise so einen roten Faden in einer Geschichte zu bekommen. Außerdem beinhaltet ein Zitat meistens ein philosophisches Dilemma. Das heißt, in einem Zitat entdeckst du etwas wieder, was irgendwie unfair ist und man deswegen gewillt ist, herauszufinden, wie man dieses zentrale Problem für sich lösen kann. Der Nachteil ist leider wieder, dass nur sehr wenig Details in einem Zitat enthalten sind. Der Vorteil ist aber, dass sie meistens sehr kurz und prägnant sind und man kann sie schnell verstehen, aber trotzdem regen sie zum Nachdenken an. Man fragt sich schnell, was genau heißt das eigentlich? Was aber auch ein großer Vorteil von solchen Zitaten ist, dass sie meistens eine sehr zeitliche Beständigkeit besitzen, also eine längere zeitliche Relevanz besitzen als viele andere Themen. Okay, wenn du bis hierhin geschaut hast, dann möchte ich dir jetzt auch unbedingt noch den Extra-Tipp geben. Und irgendwie ist das faszinierend, denn viele nehmen gar nicht wahr, dass das eine sehr, sehr große Inspirationsquelle sein kann, auf die wirklich jeder zugreifen kann. Und ich bin ehrlich, auch viele meiner Filmideen stammen aus dieser Ideenquelle. Okay, bist du ready? Träume. Träume sind unglaublich faszinierend. Sie sind irgendwie sehr surreal, aber spiegeln trotzdem das Unterbewusstsein wider. Eine Studie belegt, dass man durchschnittliche 7 Träume pro Nacht hat, sich aber meistens nur an die letzten erinnern kann. Das bedeutet aber auch, dass du pro Tag 7 Ideen aus dieser Inspirationsquelle herausziehen kannst. Und ich weiß ganz genau, was du jetzt sagen möchtest. Ich habe nur sehr selten Träume und eigentlich träume ich die meiste Zeit gar nicht. Jetzt verrate ich dir ein Geheimnis. Das ist falsch. Denn Träumen ist interessanterweise etwas, was du trainieren kannst. Was dir sehr dabei helfen kann, ist ein Traumtagebuch. Das funktioniert so, dass du jeden Morgen direkt nach dem Aufstehen einmal alles aufschreibst, woran du dich aus deinen Träumen erinnern kannst. Und ja, das ist etwas, was auch ich ausprobiert habe. Und daher kann ich dir aus Erfahrung sagen, am Anfang ist es irgendwie schwer. Du kannst dich an sehr wenig nur erinnern. Aber wenn du das wirklich konstant machst, dann fängst du an, dich an immer mehr aus deinen Träumen erinnern zu können. Und irgendwann wirst du dann sogar Klarträume bzw. luzide Träume haben. Also Träume, wo du weißt, dass du gerade träumst und den Traum steuern kannst. Also Träume kann man trainieren, daher zählt die Ausrede nicht und Träume sind eine unglaublich außergewöhnliche Inspirationsquelle. Wichtig ist, dass du nicht nur eine Inspirationsquelle nutzt, sondern nutze so viele Inspirationsquellen wie möglich. Die Idee ist, dass du stetig deinen Horizont erweiterst und die Sachen siehst, die die meisten nicht sehen. Weißt du übrigens, was auch eine super Quelle für Inspiration zum Drehbuchschreiben und Filmideen ist? Mein Buch 8,5 Schritte. Hier habe ich jeden Schritt, den du zum Drehbuchschreiben brauchst, erklärt und in eine möglichst einfache und übersichtliche Reihenfolge gebracht, damit du nichts Wichtiges beim Drehbuchschreiben vergisst. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann schau dir unbedingt eins der beiden Videos im Outro an. Wir sehen uns da dann wieder und ab zum Outro.